Stattet ihr dem alten Dworkin mal wieder einen Besuch ab? Achso, ich habe in Kalhirol diese Steintafel gefunden. Könntet ihr mal einen Blick drauf werfen? Ei, Kommandant. Waldrick, komm mal her. Oh, na das. Wir müssen das hier nach Hause schicken, Bruder. Orsamar muss erfahren, wie sich die Kastenlosen von Kalhirol in ihren letzten Stunden bewährt haben. Kastenlose, die zu den Waffen greifen. Na, das wird Ihnen bestimmt gefallen. Diese Kastenlosen sind Helden. Das muss von der Halle der Bewahrung verzeichnet werden. Vielen Dank, Kommandant. Wir sorgen dafür, dass es in die richtigen Hände gerät. Jawohl, ich habe eine Quest absolviert. Ich bin begeistert. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Lasst mich sehen, was ihr anzubieten habt. Aber nicht so viel Zeig. Das kann wirkt Walkins sicherer Sprengstoff. Naja, ich behalte mal, was ein Geschenk war. Das kann weg, das kann weg, das kann... Alles weg. Das hier kann auch weg. Das kann auch weg. Achso, da kann man Fallen herstellen, das will ich nicht haben. Ich brauche keine Fallen. Schädelspalter kann weg. Dunkle Brutvernichter. Kann auch weg. Die komischen Dolche verkaufe ich jetzt auch. Das verkaufe ich. Die behalte ich. Gefährte des dunklen Wächters behalte ich auch. Das behalte ich. Kallak. Verkaufe ich. Diamantenstreithammer, der geht weg. Arm der Chastened. Dann kann der eigentlich weg. Ja. Verkaufe ich jetzt einfach. Ist mir egal. Meister der Tiere, Feuerblitz 2000 kann auch weg. Oh ja, nee, 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 da wird nichts verkauft. Stab der... Alter, wo hab ich denn die Stäbe her? Cool. Morrigan, ach so, stimmt, Morrigans Ring hatte ich ja auch noch. Ich habe hier auch voll viele Geschenke. Ich muss die mal unbedingt verteilen. Damit die bei mir weg sind. Ein Glöckchenhalsband. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, für wen. Weil gut, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Okay, jetzt kommen erstmal diese ganzen Edelsteine. Kann ich nochmal direkt verkaufen. Und dann muss ich mal hier, ich glaube, hier gibt es noch mehr zum Abgeben. Oder auch zum Neufinden. Marco, Alter, sind die teuer. Geil. Ein Golem Kontrollschirm, den behalte ich. Den behalte ich. So, hier ist da auch schon wieder was. Guck mal einfach nochmal auf die Karte. Na, das ist alles. Erstmal. Hier. Kommandant, die Männer haben die Trümmer beiseite geschafft. Ihr müsst mit eigenen Augen sehen, was sie dabei entdeckt haben. Okay, zeigt es mir. Oh, hier sind die Quests. Also meine Güte, hier wird man echt damit bombardiert ohne Ende. Ist ja Wahnsinn, ey. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Was die Männer gefunden haben beim Steine wegrollen. Seht euch das an. Ja, ich wusste, die Tunnel führen in die tiefen Wege. Sieht stabil genug aus, um runterzuklettern. Ihr müsst verhindern, dass die dunkle Brut hier rauskommt. Viel Glück. Mhm. Toll. Und schon wieder runter in die tiefen Wege. Ich kann hier auch noch in zwei Wege gehen. Ich finde es ja wunderbar. Was macht die Legion eigentlich so, wenn sie nicht gerade damit beschäftigt ist, zu sterben? Ich weiß es nicht genau. Hier. Goldener Kordgötze. Nehme ich mit. Keine Ahnung, was das ist, aber ich nehme es mit. Aber doch bestimmt nicht den ganzen Tag. Es muss doch auch Momente geben, in denen ich traue diesen Schlüssel von Kord? Wer ist denn Kord? In solchen Momenten lassen wir Opfergaben? Uns von großmäuligen Magiern. Hier liegen einige kostbare Opfergaben. Den goldenen Götzen zu den Opfergaben legen. Ich dachte eigentlich immer, Zwerge seien freundlicher. Cool, ich habe eine Quest und ich absolviert. Ich dachte immer, Magier seien klüger. Yeah!
ist ja rein theoretisch mal was ganz Seltenes, hier eine Quest abzugeben. Man bekommt ja meistens nur eine dazu. Oder man aktualisiert sie. Deswegen freut mich das doch. Durchaus sehr, wenn ich da mal eine abgeben kann. So, Moment. Geschicklichkeit. Ich muss mal, kurz auf weiter. Was braucht sie denn? Klugheit. Dann wollen wir dir diese Klugheit doch einfach mal geben. Damit du mich ein wenig besser unterstützen kannst. So, speichern wir mal hier einfach. So, und da bin ich wieder zurück. Ich musste da mal zwangsläufig eine kleine Pause machen. Weil hier gerade voll das krasse Knallen zu hören war. Und das wollte ich irgendwie nicht so in der Aufnahme haben. Deswegen fange ich jetzt einfach hier nochmal an. Aber gut, ist ja auch nicht so weiter schlimm. So viel ist da eigentlich auch nicht verloren gegangen, weil ich war eigentlich ja nicht viel weiter als hier. Die vier Räume da hatte ich schon gesehen und das war's. Okay, die Falltür, die bringt mir nichts. Da wird mir nur gesagt, wie blöd ich bin. Hehehe, da kriegst du gar nicht auf und selber kriegst du die auch nicht auf, die du machst. Gut, fangen wir an. Ja, komm mal kaputt hier. Mal kaputt. Ach, Junge, komm mal kaputt. Moment, mal kaputt. Oh, weg mit dir. Weg mit dir. So, in dem Raum war ich schon drin, weil ich ein bisschen enttäuscht von den Sachen, die man hier findet. Ich dachte, hier gibt es ein bisschen schön Erz, aber nö. Nix Erz hier. Nur so eine komischen Bergkristalle und Diamanten. Gut, die kann ich teuer verkaufen, aber was soll ich mit dem ganzen verkackten Geld? Ohne Spaß. Ich meine, so viel werde ich mir bestimmt nicht mehr kaufen in meinem Leben bei Dragon Age Origins. Und ja, naja, der Sinn und Zweck des ganzen Geldes, ich bin mir nicht so sicher, was das soll. Ja, super, dass du in die Richtung geschossen hast, obwohl ich ganz woanders hingezählt habe. Ich bin ja immer begeistert, wie du das manchmal so managst. Ja, das ist auch wieder so ein Fall, Mann, du bist echt ein supi Typ. Ich mag dich ja. Fast. Man könnte fast sagen, ich mag dich. So, den friere ich mal ein bisschen ein, beziehungsweise ich verlangsame ihn eher, weil mit Einfrieren hat das ja nichts mehr zu tun. So, dann bin ich hier erstmal fertig. So. Okay. Hier geht's weiter. So, hier war ich auch noch. Aber was jetzt hier nachkommt, keine Ahnung. So weit war ich dann nicht. Ich wollte durch die Tür gehen, aber ich weiß gar nicht, was da ist. Ich weiß auch... Oh, verdammt. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich da durchgehe, was passiert denn da? Was ist, wenn ich hier... Ne, hier kann ich ja nicht. Aber was, wenn ich hier lang gehe? Ach nee, hier kann ich auch nicht lang. Alles klar. Okay, da muss ich wohl durch diese Tür gehen. Ich speichere einfach mal hier so pro forma ab. Oh, eine Tafel. Uralte Schüre. Ich bin ja begeistert, dass ich nicht eine neue Quest hier bekommen habe. Hätte ja durchaus passieren können. Ne? Ah. Hier, haut ab. Ich krieg erstmal hier ein bisschen Fire. So, für alle ein bisschen Brutzel, Brutzel. Die kriegen kaum Schaden von mir. Was soll denn das? Ach so, der macht es alle paar Sekunden. Ich verstehe. Ich dachte, der macht es nur einmal kurz. Das ist natürlich auch cool. Stiefel der Schwindlerin, die habe ich, glaube ich, schon. Und ich habe auch nur eine Schurkin, deswegen... Nö. Deswegen brauche ich die gar nicht. Wo komme ich denn hier hin, ey? Was ist denn dieses X? Weg der Gebeine. Ah, ja, nee, ist klar. Okay, wo bin ich?
bist denn du für einer, ein uralter Hexer? Hier, pass mal auf. Du bist ein dunkler Hexer. Lord Voldemort, ich habe dich gefunden. Ich werde nicht zulassen, dass du meinem Freund Harry so viel Schwierigkeiten bereiten kannst. So, Moment. Ich kann dich auch mal ein bisschen hier zum Stein machen. Schau mich an, die Scheiße, du hast widerstanden. Ich kann dich doch nicht zu Stein machen. Tut mir leid. Auch wenn du das gern hättest, das funktioniert leider nicht, mein Freund. Wieso hat er widerstanden? Das finde ich aber nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht gut, dass er dem einfach so mal widersteht. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen Lyrium zu mir nehmen, weil ich schon wieder kein Mana habe. Habe. Und jetzt kommen auch noch andere Gegner. Ich bin ja begeistert. So, erstmal hier für euch. Moment. Gib mir das. Und mach. Wusch. So, du kriegst den und für dich habe ich dann den und ach du Scheiße. Lass mich in Ruhe, bitte sehr. Oh, ich kann nichts trinken, verdammt. Gut, ich muss erstmal Wundumschlag trinken. Super. Dann muss ich einen Lyrium-Trank trinken, noch viel superer. Dann werde ich euch mal ein bisschen einfrieren, also die ich einfrieren kann. Ja, das ist einer, das ist ja auch schon mal cool. Ja, wunderbar. Warum brennt's hier? Warum brennt der Boden hier? Ich verstehe das nicht. Oh ja. Ich glaube, ich muss da mal kurz was ändern von meiner Bewaffnung. Ich habe natürlich hier den Stab des Verlorenen bekommen. Junge, den werde ich natürlich direkt mal einsetzen. Der ist ja doch ein bisschen besser als meiner. Okay, da geht's nicht lang. Das heißt, da gehe ich nicht weiter. Da geht's auch nicht lang. Was hat er denn? Verdorbene. Aha. Okay. Interessant. Nehmen wir alles mal mit. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich eh das meiste davon wieder verkaufen. Was hier los? Seltsame Vorrichtung. Ach guck mal, der steht da hinten. Kann ich den kaputt machen jetzt? Wer hätte gedacht, dass ich dadurch eine verkackte neue Quest einfach mal mache. Die Rache des Geists. Vigils Wacht. Du hast einen Geist aus seinem uralten Gefängnis befreit. Er ist kurz darauf verschwunden und könnte nun gewaltiges Leid verursachen, wenn er nicht aufgehalten wird. Ja. Und das soll ich jetzt wahrscheinlich auch noch machen. Boah, warum nicht? Ich bin ja begeistert. So, Moment. Gib mir alles, was da drin ist. Die habe ich vergessen, die will ich auch noch haben. Da kann ich auch lang. Ja, gib mir den Lyrium-Trank, bitte. Danke. Ich gehe jetzt hier lang. Hallo, Anders. Bin ich von hier gekommen? Könnte sein. Dann gehe ich doch einfach mal da lang. Da kennt man ja nichts, ne? Man muss ja auch überall drauf drücken. Könnte ja was Interessantes passieren. Und dann, schwupps, hat man schon so einen komischen Geist befreit. Den man aufhalten muss, weil sonst passiert irgendwas ganz Böses. Wie immer. Moment. Ach, du kriegst sie bestimmt gar nicht auf, weil du zu schlecht bist. Ja, aber ja klar. Ich mache mal, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr auf Willenskraft. Einfach mal so. Was ist denn das hier? Der Magier hat gelernt, die Auswirkungen sämtlicher Elemente zu verstärken. Das hier sind durch andere Angriffe zu der Metasche. Aha. Sehr gut. Element. So, schon wieder eine unfreiwillige Pause. Im Grunde das gleiche wie gerade. Ich glaube, nachts sind irgendwie die verrücktesten Mongos unterwegs, die es überhaupt gibt. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Ich hoffe, jetzt ist es nicht mehr so, und obwohl mir jetzt ein bisschen schweinewarm wird. Um diese Uhrzeit habe ich meine Balkontür mal zugemacht. Hallo.
Und hoffe mal, dass das jetzt hier alles mal seinen gewohnten Gang gehen kann. Mann, ich will das schon hier, guck mal, da genau. Da wäre schön. Und das würde ich eigentlich auch gerne da hinten irgendwo machen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Machen wir mal hier. Man, die kommen ja sowieso, glaube ich, alle her. From this way ist es ja egal. So, nochmal den. Nee, vergiss es. Genau, mach. Was? Na gut, dann mach. Mach. Mach, was du willst. Ist mir egal. Okay, die sind aber alle zu weit weg, um irgendwie Schaden zu kriegen. Deswegen. Machen wir bei denen mal den. Und da ist der Ober-Oger. Der ist tot. So, wieso kann ich denn da lang? Ach so, okay, da komme ich einfach nur da wieder hin. Jetzt mal aus hier mit dem Inferno. Es hat sich aus Inferno. Nee, doch noch nicht. Jetzt ist da ein besessener Ogerkommandant. Ihr könnt euch ja auch mal was ausdenken. Ey. Aber jetzt kriegt er ordentlich auf die Mütze hier. Kenne ich jetzt mal gar nichts. Kann ich denn eigentlich hier so... Versteigern? Ja, kann ich. Ja, dann ist ja kein Problem. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich den hier machen. Eigentlich wollte ich ihn ja bombardieren mit meiner Feuerkugel. Oh, er kommt zu mir. Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe, Oger. Du bist ein böser Oger. Nein, Oger, du bist böse. Na ja, gut, das wird wahrscheinlich gegen ihn gar nichts bringen. Aber du, er ist gleich tot. Ich werde jetzt nicht mehr ausweichen, so. Die Ahnen sind auf unserer Seite, Kommandant. Dies hier ist eine Sperrtür der Zwerge. Was war denn das für ein Geschrei? Sie war fast fertig, als das alte Kalirol gefallen ist. Die Sperrtür ist nur noch nicht richtig. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, Ihr Werk zu vollenden, stünde Orsama heute nicht alleine da. Könnt ihr beenden, was Karl Hirol begonnen hat? Ich krieg die Tür schon hin. Die armen Teufel hatten es schon fast geschafft. Spitze! Das ist solides Zwergenhandwerk. Bitte, bitte zurück. Das sollte uns ein paar Jahre Ruhe verschaffen. Vielleicht 10, wenn wir Glück haben. Das gibt uns genug Zeit, nach einer dauerhaften Lösung zu suchen. Lass uns zur Festung zurückkehren. Selbstverständlich. Nichts können die alleine machen. Das muss ich immer wieder, muss ich das sehen. So, was gibt es hier? Ach, ich habe für dich noch ein bisschen... Ja, oh, tanz mal da weiter rum. Dem alten Dworkin mal wieder einen Besuch ab. Mhm. Ich hab Glück. Das ist großartig. Jetzt können wir weiteren Sprengstoff herstellen. Danke für eure Hilfe. Bitte nehmt die hier. Damit könnt ihr diesen Bestien etwas zum Nachdenken geben. Ich hab was erhalten, aber irgendwie... Ich glaube, die Quest ist immer noch nicht abgeschlossen. Oh, Mann. Ihr seid zurück. Benötigt ihr... Zeig mir, was du anzubieten hast. Wie soll ich denn so jemals alle Quests abschließen? Dann sitze ich ja noch nächstes Jahr an dem Spiel hier. So, Moment. Ruf des Infernos. Ich behalte aber die ganzen Teile, ohne Witz. Ich habe hier aber einiges gefunden, was weg kann. Ich habe immer so viele Geschenke, ey. Makellose Diamanten, Diamant, ja, kann weg. Rubin, ja, kann weg. Saphire, ja, können weg. Bergkristalle, ja, können weg. Diamantpapiere weg, das weg. Nee, was ist das hier? Nö, behalte ich. So, ich glaube, hier gibt es weiter nichts. Super.
dann wollen wir doch mal die Wacht an für sich betreten. Hey, Kommandant, wir müssen uns unterhalten. Aber gerne, Ogryn. Diese Träume, habt ihr die auch? Sie hängen mit diesem grauer Wächterkram zusammen, oder? Warum hat mir niemand davon erzählt? Seid froh, dass wir keine Verderbnisse haben. Dann hört man den Erzdämon. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er irgendwas Interessantes zu erzählen hat. In meinem Traum habe ich eine dieser aufgedunsenen, mit erbrochenem, verschmierten Brutmütter gesehen. Und sie hatte Hespiths Gesicht. Ihr erinnert euch doch an Hespith, oder? Branka war auch da und hat geflüstert, es ist Zeit. Und dann hat Hespith geschrien und tausende dieser dunklen Brutkreaturen sind aus ihr hervorgebrochen. Was ist dann passiert? Diese Kreaturen haben mich eingekreist und angefangen, mit mir zu sprechen. Sie haben mich gefragt, ob ich vielleicht Zitrone in meinen Tee möchte. Sie haben mich gebeten, ihnen Lesen und Schreiben beizubringen. Und eine von ihnen hat immer wieder, wo ist das Baby, gefragt. Dann bin ich aufgewacht. Also, das ist kein grauer Wächtertraum. Ich habe auch noch andere Träume über die dunkle Brut, voller Schatten und Geflüster. Aber sie sind bei weitem nicht so schrecklich. Okay. Danke, dass ihr mir zugehört habt, Kommandant. Kein Problem. So. Na gut. Ja. Ich bin hier drinnen, das heißt, ich werde mal kurz meine Geschenke... meine Geschenke sind ja im Grunde meine. Moment, wo finde ich denn die überhaupt hier, ne? Moment. Von oben. Nee, nicht von oben, von hier. Von wo sind Geschenke? Ja, das sieht nett aus. Warum ist der eigentlich schon wieder so weit unten? Ich meine, wir waren ja zusammen schon unterwegs. Ja, das kann nicht schaden. Okay, sowas mag er nicht. Wahrscheinlich sowas auch nicht. Eine Topfpflanze. Ich weiß auch nicht, was ich ihm geben könnte. Ein Bier, ich glaube, ein Bier. Ja, das kann nicht schaden. Ist bei ihm nicht verkehrt. Hier willst du auch so ein Kalbskorn. Ja, das kann nicht schaden. Ja, willst du auch, super. Na gut, ich fange mal bei den anderen an. Anders, was könnte er denn gerne haben wollen? Tagebuch? Das wäre doch nicht nötig. Findet er gar nicht mal so scheiße. Das Herz des Kriegers ist, glaube ich, nicht unbedingt was für ihn. Vielleicht das hier. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ein leeres Tagebuch. Das ist die mieseste Idee aller Zeiten. Das hier? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ein Wettstein, wahrscheinlich auch nichts. Graffierter Jade. Danke. Bitte. Würde ich sagen. Hier ein Goldohrring. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Eine aktuelle Landkarte Danke, vielleicht. Würde ich sagen. Nee, ich glaube, das ist nichts für ihn. Danke. Würde ich sagen. Danke, würde ich sagen. Traumverse. Danke. Würde ich sagen. Ach, jetzt labern wir nicht immer den gleichen Scheiß zu allen das. Du kriegst von mir mal einen Wettstein. Wie schön. Nicht wahr? Das solltet ihr vielleicht nochmal überdenken. Okay. Ja, was soll ich denn ihr noch schenken? Ich habe keine Ahnung. Hier, ihm schenke ich mal das. Oh, davon habe ich immer geträumt. Jetzt hast du es, mein Freund. Jetzt hast du es. Ah, warte mal. Ich weiß, ihr könnt euch das bestimmt noch schenken. Vielen Dank. Ja, oder auch nicht. Willst du das? Das Nein. klingt gar nicht gut. Moment, Herz des Kriegers. Oh, wie schön. Ja, ja, bla bla bla. Für dich ist das hier? Das ist nett, danke. Das ist nett, das war was von deiner Schwester, das muss mehr als nett sein. Vielen Dank. Hauptsache hier, komm, du kriegst von mir eine Topfpflanze, da freust du dich bestimmt. Eine verdorbene Ikonendrago-Schuppe, das. Na gut. Für Ogryn habe ich noch was, hier. Ja, das sieht nett aus. Ja, erstmal ein bisschen was verschenkt. Ja gut, ich glaube aber für ihn gibt's... Ist immer noch nicht weitergekommen, ne? Die sind ja immer noch alle hier, ist immer noch alles gut.
Lasst es mich wissen, wenn ich die Adeligen rauswerfen soll. Wenn ihr die Zeremonie beenden möchtet, wollte ich sagen. Nö, ich sollte mich mal um meine Gäste kümmern. Heißt natürlich, ich muss mich hier verpissen, weil ich habe keinen Bock mehr. Heißt, ich gehe hier raus, nehme jetzt mit dich. Ja. Dich. Ja. Weiter geht's. So. Heißt jetzt quasi. Kann ich denn hier überall hin? Ach, hier geht's in den Kerker, hier geht's ins Untergeschoss, okay. Ihr seid also ein Harp. Wollt ihr auf irgendetwas hinaus, Magier? Dann gehen wir mal hier hin. Ach bitte, ich mag Moment. Die Haus. Haus, so ein klangvoller Name. Er klingt so zackig, so kämpferisch. Ein bisschen wie Hau Degen. Hau Degen. Wie scharfsinnig. Hau Degen. Ach nee. So, was geben wir dir denn? Du bist ja hier auf Maximum, dann geben wir dir das noch so. Ja, nicht wahr? Allerdings beschämt es mich, dass ich so lange gebraucht habe, um darauf zu kommen. Hau Degen. Oder Hau drauf. Ich hab's auch drauf. Mal gucken, wir gehen mal nach Amaranthin. Vielleicht ist da Dunkelwolf schon mit seiner Aufgabe fertig, wenn er uns nicht übers Ohr hauen möchte. Was ich ja nicht hoffe. Was haben wir hier? Ach, Kolbert hier, genau. Ach, die Rotze ist immer noch hier. Was soll denn das? Nee, so kann das nicht weitergehen hier.